bisher bei 30,9. In Heilbronn entsteht der neue Bildungscampus. Drei Bildungsinstitutionen ziehen dort ein. Darunter die German Graduate School of Management and Law, GGS. Lillian liebt Vincent. Vincent liebt Lillian. Happy End. Naja, fast. Vincents Bruder Robert fragt: Welchen Grund brauchst du noch, um dein Leben auf die Reihe zu kriegen? Nachdenklicher Blick. Oh je. Robert ist Manager, macht ein berufsbegleitendes Masterstudium und hat eine neue Aufgabe. Er betreut die Übernahme eines amerikanischen Wettbewerbers. Weiter geht's. Geiger. Hallo, Bruder. So eine neue Nummer? Nee, ist nicht mein Handy. Meins haben sie gesperrt. Was auch immer, mach's bitte kurz, ich muss in die Vorlesung. Du hast mir letztens was geliehen für die Miete. Hab ich nicht vergessen. Das Ding ist, es gibt Menschen, denen schuldet man besser kein Geld. Also habe ich es ihm gegeben. Und jetzt lass mich raten, jetzt brauchst du noch mal Geld für die Miete. Nee, dafür ist es ein Tick zu spät. Was ich bräuchte, ist ein Bett für heute. Und die nächsten Tage. Komm schon, Bruder. Also schön, pass auf. Super, das Turnier geht weiter. Muss rein. Die German Graduate School ist eine private Stiftungshochschule, eine Business School, die sich auf die Themen Management und Recht konzentriert. Und bei uns kann man nebenberuflich Masterstudiengänge studieren. Daneben bieten wir bestimmte Weiterbildungsgänge an für Manager und angehende Führungskräfte. Und wir bieten Forschungsergebnisse an, die wir in die Praxis transferieren. Wir bieten drei Studiengänge an, einen MBA mit drei Schwerpunkten. Das ist Process Management and Innovation, Leadership und International Business. Wir bieten einen MSc zusammen mit der University Leeds ohne Praxiserfahrung und wir bieten einen LLM in Business Law für Nichtjuristen an. Hör zu, das war wunderschön gestern. Es tut mir leid, wenn du jetzt sauer bist. Ich wollte dich nicht wegschicken. Aber mir geht gerade so viel im Kopf rum. Uni, duales Studium. Und ich brauche einfach Zeit, um mich zu entscheiden. Ehrlich, ich kann es kaum erwarten, dich wieder zu... Lillian, richtig? Ja. Und du bist sein Bruder. Richard? Robert. Entschuldige, Robert. Gut, dass du mich unterbrochen hast, ehe es richtig peinlich wurde. Hab ich das? Danke, sehr nett. Hättest ruhig eher was sagen können. Ja, weißt du, die meisten Menschen holen zwischendurch Luft. Vincent hat mir diese Nummer gegeben. Sein Handy ist irgendwie kaputt. Wohnt die nächsten Tage hier. Pass auf, ich hinterlasse ihm eine Nachricht, dass du angerufen hast. Danke. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Packen, arbeiten, lernen? Keine Angst, du störst nicht. Mein Flug geht erst in 3 Stunden. Und ihr seid wirklich verwandt? Von allen peinlichen Telefonaten der letzten Zeit war das Netteste, Robert. Schönen Abend, Lilly. Tschüss. Die GGS ist eine private Stiftungshochschule, die von der Dieter-Schwarz-Stiftung langfristig finanziert wird. Das heißt, wir sind abgesichert und privat finanziert, damit nicht bürokratisch. Wir sind international vernetzt, das heißt, wir arbeiten mit Gastdozierenden, die sehr viel Wissen einbringen von internationalen Hochschulen. Wir haben eine Methode, die nennt sich Real-Life Learning. Wir versuchen im Unterricht immer zu verbinden, die Erfahrungen und aktuellen Problemstellungen der Unternehmen unserer Teilnehmer oder Studierenden mit den theoretischen Konzepten, die wir anbieten.
Und wir versuchen eigentlich eine Kultur aufzubauen und das schaffen wir auch durch ein anspruchsvolles Assessment Center, wo die Leute sehr gut miteinander arbeiten können, die bei uns studieren. Es gibt einen GGS-Spirit.